Und das letzte Schräubli. Und geschafft. Das ist jetzt also. Mein ganzer Stolz. Du entsteckst mir das ganze Geld. Also nicht nur meins, sondern auch das von vielen grosszügigen Spenderinnen und Spendern, die mein Projekt auf funders.ch unterstützt haben. Für mein erstes Projekt habe ich auch schon einen Plan. Als Dankeschön porträtiere ich verschiedene Projekte, die dank funders.ch auch erfolgreich realisiert worden sind. Die werden schön staunen an meinen Flugkünsten. Los geht's zum ersten Projekt. Das ist das Kulturhaus Grünewald. Für den Umbau des Kulturhauses haben sie mit der Hilfe von 344 Unterstützerinnen und Unterstützer fast 94'000 Franken gesammelt. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Und weiter geht's. Dank der Reichweite von 5 km ist auch der Transport der Drohne überhaupt kein Problem. Wo ist sie? Hier in Luzern schauen wir das Start-up Aureus Drive an. Sie produzieren lokal E-Bikes und haben mit der Hilfe von funders.ch schon mehrere Crowdlandings realisiert. Coole Drohne hast du hier. Danke. Hast du gewusst, dass meine Drohne in 2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt? Das schaffen eure Velos nicht. Hm? Wow! So als Dröhnler darf man nie Konzentration verlieren. Und wenn es doch mal passiert, habe ich ja immer noch genug Sensoren, die mich unterstützen. Auch der Traditionsverein SC Kriens hat dank dem Crowdfunding sein Projekt erfolgreich umgesetzt. Mit rund 1'000 Unterstützerinnen und Unterstützer sind fast 300'000 Franken für den Bau des neuen Stadions zusammengekommen. Mit meinen 150 km/h kann ich diesen Ball noch lange ausweichen. Aber ich will nichts riskieren. Schnell zum nächsten Projekt. Eselhilfe Schweiz hat mit den 25'000 gesammelten Franken von 70 Unterstützerinnen und Unterstützern ihren Fortbestand sichern. Sie schauen, dass in Not geratene Schweizer Esel ein neues Zuhause bekommen. Oh nein, das gibt's doch nicht! Ja, aber mit dem Wind kann man auch nicht vernünftig fliegen. Das wäre ja am besten Pilot passiert.